Was geht ab, meine lieben Freunde? Ey, falls ihr mich noch nicht eingetragen habt beim Support the Creator, ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr meinen Code REVENZEIT einfach eingeben würdet, meine Freunde. Das wird nach 14 Tagen wieder gelöscht, also vergesst nicht immer wieder abzuchecken. Ich würde mich echt mega dafür bedanken. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da bei diesem Video. Dankeschön, ich küsse eure Augen. Viel Spaß bei diesem Video. Ciao. Hallo, hallo Leute. Was geht, meine Freunde? Willkommen zu diesem wunderschönen Stream hier an dieser Stelle. Wir spielen eine Runde. Minecraft spielen wir, meine Freunde. Und ich habe extrem Lust mit euch Minecraft zu spielen. What that shit? Alter, Kevin? Hm? Warum? Was denn? Warum? Du fang jetzt schon wieder. Warum? Was? Warum? Wir wissen beide, worum es geht, Kevin. Stell dich jetzt nicht dümmer, als du bist. Warum ist da dieses Ender, was auch immer, in meinem Ding? Hä? Ein Ender? Hier ist irgendwas von einem Ender-Dings. Ein Ender-Dings, okay. Ja. Ja, und was ist damit? Da steht ein Schild, bitte in Ruhe lassen. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, du hast es aber dahingesetzt. Nee, hab ich nicht. Kevin, wir hatten doch keinen Streit, oder hatten wir? Habe ich irgendwas übersehen? Ja, also. Nee, ich hab ja, was hab ich denn Schlimmes jetzt getan? Du hast das dahingesetzt. Ja, und ist das schlimm? Das tut doch nichts. Komm jetzt hier hin und mach das weg. Ich weiß nicht, wie ich das wegmachen soll. Das ist ein Geschenk hast für es dich. Doch dahingesetzt, Mann. Das ist ein Geschenk für dich. Ich will dieses Geschenk nicht haben. Es ist wirklich nett, dass du an mich gedacht hast, aber ich möchte es nicht haben. Kevin, bitte. Ja, dann mach doch einfach Wasser drüber und dann entfern das. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Ja, klar funktioniert das. Kevin, wenn jetzt hier gleich mein Haus in die Luft fliegt, das Ding macht so viel Schaden wie 20 TNT, sagen die Leute. Quatsch. Junge, das Ding ist wie ein TNT. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht. Ich kenne die Dinger aus dem End und ich hab nicht mal einen Plan, wie man die überhaupt hier hinsetzt. Ja, einfach mit Rechtsklick drauf. Boah, du bist so... Wie craftet man den Scheiß? Oder bist du ins End mit der Silk-Touch-Hacke gegangen? Weiß ich nicht. Basti hat's mir geschenkt. Wo hat der das? Dann habe ich dir das einfach weitergeschenkt. Kevin, wenn ich das mit dem Wassereimer hier wegmache und mein Haus in die Luft fliegt, ja? Dann bin ich richtig sauer. Kannst du mir nicht den Gefallen tun, einfach hier hinkommen und das selber wegmachen? Ich würde jetzt auch Wasser draufkippen und es wegmachen. Dann mach du das bitte. Ja, okay, aber ich kann dir nicht versprechen, ob da das in die Luft fliegt. Doch, du hast es auch dahingesetzt, also haftest du es auch für den Schaden? Nee. Doch, tust du. Nein, das ist ein Geschenk an dich gewesen. Ich will es aber nicht haben! Alter, mein ganzes Haus. Kevin, wenn das jetzt hier in die Hose geht, Alter. Mann, wieso muss mir das immer wieder passieren? Ich habe doch keine was getan. Ganz ruhig, Revi. Ganz ruhig. Okay, ich teste es jetzt, ja? Okay. Doch. Junge, hast du ein Glück, dass hier nichts passiert ist. Dankeschön. Warum bedanke ich mich bei dir? Du hast es da hingesetzt. Ja, aber es war ja ein Geschenk eigentlich. Aber Kevin, guck mal. Das ist wie als... Stell dir vor, ich komme da hin und ich ramme dir eine Spritze ins Bein und plötzlich hast du irgendeine ansteckende Krankheit. Und dann sage ich, ist doch ein Geschenk. Will man das Geschenk haben? Ja, jetzt übertreibst du direkt wieder. Pino Lombardi, Alter, was möchtest du? Pietro, was möchtest du von mir? Ist der hier? Wo ist der? Was hat der geschrieben? Da, deine Nachricht wird gelöscht. Ich Hallo, sag Wasser danke. Ich irgendwie nicht weg. Danke, Pietro, danke schön. Undankbar, ich habe dir Sachen geschenkt. Pietro, was hast du mir geschenkt? Ich verstehe es nicht, Pietro. Was hast du mir geschenkt? 2000 Bits. Wie viel sind das? 20 Euro? Oder wie viel sind das? Oder sind das 2 Euro, Kevin? 20 ja. Euro. Pietro, Alter. Mensch, danke für die 20 Euro, Bruder. Sehr nett. Dankeschön. Da muss ich aber mal sagen, Dankeschön. Muss man jetzt einfach mal sagen. Und das, obwohl sein Ruf kaputt geht und nicht deiner. Ja, liegt aber auch daran, dass er einfach ein extrem reicher Mensch ist. Dankeschön. Pietro, vielen, vielen Dank. Ich weiß, du bist wirklich durch diesen komplizierten Vorgang gegangen, hast Bits gekauft, Alter. Wieso hast du hier nochmal Wasser eingesetzt, Kevin? Hab ich dir geschenkt. Boah, Junge, du kotzt mich so an. 50 Euro habe ich bezahlt, hallo? Hä? Aber es sind nur zwei... Ja, Twitch muss auch ein bisschen was verdienen, Revi. Ja, wo ist denn der Rest? Hallo? Ja, Twitch muss ja auch was verdienen. Er wird für die 2000 Bits 50 Euro bezahlt haben, knapp. Echt? Ja, Twitch will auch was daran verdienen. Ist jetzt kein Scheiß. Alter, wirklich? Du kriegst nicht 2000 Bits für 20 Euro? Pietro, Pietro. Zahlst du viel mehr für? Pietro, du hast... Den Großteil hast du Amazon geschenkt. Nicht mir. Ja, Ehrenmann. Danke, Pietro, dankeschön. Gut, dass du die Plattform finanzierst, dankeschön. Jetzt können wir noch 3 Monate weiter streamen. Dankeschön. Stark. Einfach nur stark. Sehr schön. Nur dafür, dass ich das jetzt bei dir da mit dem Ding geregelt habe, ne, wirst du heute aber auch nicht bei Louis seinen Turm sprengen. Will ich nicht, nein. Gut. Pietro, kommt Teamspeak, Leute, als ob Pietro Lombardi sich in Teamspeak installieren würde. Oder könnte. Das tut weh. Pietro, das passt schon, das passt schon. Nächstes Mal kannst du einfach direkt, es gibt einen Spenden-Button, da kannst du direkt spenden, weißt du? Dankeschön. Pietro Lombardi hat ein neues Sub bekommen von Mutter von Markus. Sein Sub wurde gerade verlängert, Pietro. Guck mal, jetzt bist du wieder Sub. Ich habe eine Wette mit Pietro Lombardi. Willst du die wissen, Kevin? Er hat gesagt, er gibt 500 Euro, wenn ich es schaffe, ohne Stoppersocken so eine Hüpfburg hochzulaufen. Ja, ist ja safe, oder? Das ist ernsthaft der echte oder ist es das ist wirklich, jetzt einfach nur. Nein, ist wirklich der echte, ist wirklich der echte. Das ist kein Witz. Ja, ja. Okay, warte, ich FaceTime ihn kurz, okay? Warte. Ich FaceTime. Pietro, geh mal kurz bei WhatsApp dran. Ja, geht doch. Hier, guck da. Ich hasse Twitch, Alter. Warum hast du Twitch? Warum? Guck mal, ich will doch ein bisschen spenden. Brauchst du nicht, alles gut.
Ich hab genug. Also, ganz kurz, Leute, dass ihr das kurz mitteilt. Die Wette ist wirklich 500 Euro und es haben drei erwachsene Männer es versucht und nicht geschafft. Die Hüpfburg hochzulaufen. Ja. Aber jetzt seien wir mal ganz kurz. Waren das denn drei intelligente Männer? Also, ich würde mal. Es waren drei extrem hübsche Männer. Ja. Ob die intelligent waren, weiß ich nicht. Ich würde sagen, ja, nein. Alles klar. Ja, gut. Dann machen wir das. Wir machen das nächste Woche, okay? Ey, ich bin dabei. Bruder, sag mal, wo. Ich finde kein Spendendings. Ich glaube, das geht gerade am Handy nicht. Ich glaube, die Mods haben irgendwas deaktiviert, meinte einer gerade. Ja, ist ein Witz, Alter. Zahle ich 50 Euro für Amazon, Alter. Ich werde jetzt eine Klage hinschicken. Das passt schon, Bruder. Guck mal, du. Ey, wie lange streamst du? Also, ich bin heute fertig, erst mit um 10 oder so. Wolltest du noch was machen? Ja, vielleicht was essen gehen. Aber ich melde mich bei dir später, okay? Okay, ich wünsche dir noch schönen Abend, bis gleich. Ciao, ciao. Okay, ciao, ciao. 500 Euro, Leute, die Wette gilt. 500 Euro, wenn ich die Hüpfburg hochlaufe. Kevin, möchtest du mitmachen? Auf die Hüpfburg laufen? Ja. Ja, wir können das ja zusammen, diese Wette machen. Ohne Stoppersocken. Guck mal, dann, ja, pass auf, wir machen das so. Du machst dich bereit zum Laufen, Alter. Ja. Und ich springe einfach nur hoch und lass mich dann runterfallen. Pietro für Craft Attack. Okay. Dann fliegst du direkt hoch. Du bounce mich einfach hoch. Ja, Digga, ja, genau. Natürlich. Ja, safe, 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 safe. Das ist eine starke Nummer, das ist eine starke Nummer. Guck. Aber ich muss dir auch was Krasses gleich zeigen. Was denn? Ja, ich muss dir mal was Krasses zeigen, weil ich gebaut habe. Okay, ich komme gleich mal zu dir. Aber du musst dafür zwei Diamanten mitnehmen. Nein, ich will nichts kaufen, Kevin. Nein, du musst nichts kaufen. Clickbait-Video für YouTube. Ja, Titel wieder safe, Leute. Titel wieder safe für morgen. Danke, Pietro. Danke. Die 500-Euro-Wette mit Pietro Lombardi in Craft Attack. Stark. Einfach nur stark. Da kann man nichts gegen sagen. Digga, das wird ja richtig hier. Gestern kam das Video mit Paluten. Spaß beiseite, ne? Er wird das nicht schaffen. 7 Meter hoch. Ey, Leute, du lest ja bei nur noch Promis, nur noch Promis, Alter, ja. So langsam läuft, ne, Kevin? 7 Meter. Ja, aber Pietro, guck mal. Ich hab mir das Ding mal angeschaut im Internet. So krass ist es nicht. Es ist halt so eine. Warte, ich zeige es euch mal ganz kurz auf bei Paint, Leute. Passt mal auf, wartet. Guck mal. Die Wette ist folgendes: Das Ding sieht ungefähr so aus. So geht es halt an beiden Seiten hoch. So, und hier oben ist dann so ein Ding drauf. So. Und hier geht so eine Rutschbahn runter. So. Und hier, das sind 7 Meter. Hier muss ich hochlaufen. Hier so hoch, bis da oben. Festhalten nehme ich an, wahrscheinlich sogar. So, genau, Vulkan. Vulkan ist das, genau so, Vulkan. Aber und da fängst du ja schon an, wenn du laufen musst. Der ist aber auch nicht ohne Anti-Rutschsocken möglich. Genau, das Ding ist, Leute, normale Socken. Das ist das Ding. Das ist das Ding. Ja, also aber normale... du wirst das eh nicht schaffen, weil du laufen musst. Warum? Ja. Ja, aber ich kann doch laufen. Laufen kriege ich hier hin. Ja, aber hast du dich mal angeguckt? Du bist ein Lauch. Ja, richtig. Lauchs können meistens eine Sache, Kevin, und zwar laufen. Ja, aber du musst ja bergauf laufen quasi. Ja und? Da brauchst du Muskelkraft für. Das krieg ich schon hin. Kannst du vergessen ohne Socken. Hast du 500 Euro for free, Pedro. Schlabber. Ey, als ob das so schwer ist. Ich glaube nicht, dass das so krass ist. Ohne diese Socken, als ob man das nicht schafft. Okay. Was ist das in einem Video? So eine YouTube-Wette? Pedro, was ist, wenn ich barfuß gehe? Das ist sauschwer. Man braucht einen IQ von 40 zu laufen. Den hat er nicht. Ja, schade. Habe ich schon mal mit 11 und ich bin so ein Sport- und Nichtskönner. Ja, Kinder laufen da hoch. Ich glaube, es steht und fällt echt mit den Socken, ne? Kevin ist auch YouTuber, unmöglich. Doch, Kevin ist auch YouTuber, Pedro. Also eher Streamer als YouTuber. Dann schaffst du das. Ich auch. Also barfuß, sagst du, geht. Okay, warte mal, guck mal. Ich hab momentan hier so diese Socken, so. Das sind diese Revi-Socken, da ist mein Logo und mein Gesicht drunter. Ja, erstmal schön Werbung für dein Merch machen, ne? Ja, genau. Du alter Gauner, du. Ja, total, man kennt mich. Okay, Kevin, hier, warte, ich komm jetzt, komm. Wir gehen was kaufen bei dir, komm. Wir okay. Kaufen was. Dann darf ich noch ein bisschen Glas haben, okay? Ja, aber dann musst du wirklich viel kaufen. Ja, ich habe 5 Dias dabei. Ich 50? Okay. 5 habe ich, 5. Hier, okay. Willst du Stärketränke haben? Ja, bitte. Okay, dann musst du jetzt deine 5 Dias hier in diesen Dropper tun. Okay, jetzt sind sie weg. Und jetzt? Ja, jetzt fängt er hier an zu brauen. Die kommen gleich hier rein. Das waren noch meine, die 3. Hast du die selber bitte gekauft? Ja. Ich habe auch geschafft, mit normalen Socken hochzulaufen. Keine Hose, dann so stoppen. Ohne Hose einfach. Man braucht viel Speed. Ich glaube, wenn man halt... Also, Pietro, guck mal, wenn man ein bisschen schwitzige Füße hat, das klebt doch auch, oder? Alter. Also, ich würde da hochkommen, diese Hüpfburg. Ja, wenn wir oben einen Cheeseburger hinlegen. Ja, wollte ich sagen. Wenn du Big Mac hinlegst, Junge, dann renne ich die Burg 10-mal hoch von mir aus. So, ich habe jetzt die 3 Stärketränke. Kommt da noch mehr, oder was? Ja, der braut jetzt weiter, siehst du? Der braut jetzt 5x3 Tränke, also 15 Stück kriegst du jetzt raus. Außerdem spreche ich aus Erfahrung. Es wirkt sehr komisch, wenn da 2 wachsende Männer versuchen, den Turm hochzuklettern, aber verkacken. Ja, das ist egal. Es geht ja um Geld. Hm. Also eigentlich ist scheiße das Geld. Es geht mir eigentlich um meine Ehre, dass er meint, ich schaffe das nicht. Das ist das Wichtigere. So 500 Euro verdiene ich auch in einem Monat. Hör mal, ey, was ich übrigens nochmal ansprechen will, ne? Kannst du mal so eine Scheiße lassen mit deinen Videos da? Was meinst du? Einfach in die Beschreibung Gamertime schreiben. Das war Thomas. Junge, ja, ohne Witz, Junge. Ich habe mich richtig persönlich angegriffen gefühlt. Revio, Sprachmemo ab. 8-Jährige schaffen das mit Anti-Rutschsocken. Okay, warte. Bruder, ich schwöre, ich liebe dich wirklich. Aber du wirst verlieren diese Wette, weil barfuß und mit Anti-Rutschsocken komme ich da locker hoch.
ganz locker, aber mit ganz normalen Socken, ich schwöre dir, ich gehe auf 1000 Euro hoch. Oh. Da nicht hoch. Du kommst da nicht hoch. Barisch hat es versucht, ich habe es versucht. Viele andere erwachsene Eltern haben es versucht. Unmöglich. Aber... Bist du hingegangen, hast allen Leuten da 1000 Euro geboten, damit die da hochrennen oder was? Warum haben die anderen das versucht, Junge? Okay, ich hol die anderen Tränke später, ja? Dankeschön. War immer eine Freude, mit dir einzukaufen, Kevin. 1000 Euro geht der hoch, Junge. Unglaublich. Hat er nochmal geantwortet? Bruder, wir machen so, ich kenne ja die Frau, die Besitzerin von diesem Spielland. Ich sag der, dass ich das miete, dieses Spielland, von 8 Uhr bis 10 Uhr, weil die machen immer erst um 10 Uhr auf. Somit können wir ja drin drehen. Alles entspannt, wir haben die Halle komplett für uns und du wirst es... in 2 Stunden nicht einmal schaffen. Okay, wir werden sehen, wir werden sehen, wir werden sehen. Wann willst du machen? Ich bin dabei, wir machen das. Genau so. Fuck, ich habe noch die Hand kaputt. Dünne Socken mit Löchern. Oh ja, so richtig eklig. Wo so Löcher in den Socken drin sind. Das ist gut. Und danach, wenn du da durch bist, gibt's noch Autogrammstunde 8 Stunden lang, oder was? Ja, genau. Wie auf der Gamescom. Warum wolltest du eigentlich bei Louis seinen Turm sprengen? Weil der hässlich ist. Hä, also so schlimm sieht der Turm gerade gar nicht aus. Guck dir den mal an. Ich bringe Socken mit, keine Tricks. Okay, Pietro bringt die Socken mit. Okay. Boah, sieht das fett aus, wenn das fertig ist, das Haus. Vor allem, weil es richtig schön hoch wird an der Seite. Hallo. Moin. Welchen Talk bin ich denn jetzt hier gelandet? Spark, bist du traurig? Ich bin müde. Spark klingt traurig. Also ich wäre an seiner Stelle traurig, wenn ich bei dir im Teamstick wäre. Jo, Spark, ich hatte gerade in den letzten 2,5 Stunden mir eine Stream-Maske bastelt. Eine schöne neue, die jetzt endlich auch... Eine Stream-Maske. Ziehst du eine Maske beim Streamen an, oder wie? Ja, tue ich. Also. Hast du einen Fetisch? Ist es was Sexuelles, oder? Weil dann wärst du genau bei Revi richtig, der mag sowas. Ja, ich bin nämlich extrem großer Maskenfan. Ich trage auch immer eine, wenn ich in bestimmte Clubs gehe. Sollen wir zusammen in so einen Club? Ich weiß ja nicht, wie weit du weg bist vom Münster aus gesehen. Och, es geht. Für solche Clubs nimmt auch Revi weitere Reisen gerne in Anspruch. Ja. Also ich bin jetzt aber nicht in so einer Fetischsekte drin, deshalb kann ich da leider nicht zusagen. Mano. Spark, wie ist es bei dir? Naja, ich glaube, Joe hat irgendwie jetzt nicht die Ebene zwischen Ironie wieder verstanden. Das passiert dann öfters mal. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ach so, das war Ironie. Ja, siehst du, genau das meine ich. Oh shit, ey Leute, könnt ihr irgendwie bei Joe musst du aufpassen. Okay, I try my best. Hinweis geben, dass Ironie läuft oder so, das ist wirklich doof. Aber Spark, du hast doch manchmal so eine Ledermaske an, oder? Ich habe manchmal eine pinke Lederrüstung in Minecraft an, ja. Aber nur in Minecraft? Hast du diesen Fetisch nur in Minecraft oder auch im echten Leben? Ja, nur in Minecraft. Und wenn ich eine pinke Lederrüstung sehe, muss ich die anziehen. Okay. Spark, by the way, ich habe alle deine Schleimbälle geklaut aus der Kiste. Ich finde das unfair, dass du einfach unser Ding anzapftest. Ich habe noch gar nichts gefahren von den Schleimbällen. Das habe ich vor 10 Minuten. Da war richtig viel drin schon in der Kiste. Ich habe ein bisschen was zurückgelassen in der Kiste. Spark, hallo. Ich starte gerade meinen Stream, warum geht's denn? Wisst ihr, was Spark gemacht hat? Wir haben eine Slime-Farm gebaut und Spark geht einfach daher, baut diesen Kanal, der die Items zu uns bringt, ab und baut seinen eigenen Kanal dahin. Spark, das ist Diebstahl. Also eigentlich wollte ich das ja als Prank laufen lassen und auch so ein bisschen Vorbereitung machen, aber ich hatte keine Zeit mehr. Ich schaff's doch nicht außerhalb der Folgen allzu viel zu machen, deswegen habe ich einfach gedacht, mache ich das eben mal. Guck dir mal an, wie viele Stacks Slime bitteschön dabei zu... Ich hoffe, dass ihr keinen Krieg macht, ihr beiden. Weiß nicht, wenn Spark weiter unsere technischen Systeme anführt, dann werde ich vielleicht in Mandarin spielen. Nur Joe, eigentlich war das längst nur das, was du schon vor... Das habe ich schon geplant, als die Sache mit dem Papagei losging, ja? Aber anstelle, dass man die Rache akzeptiert, muss man irgendwie was machen. Du hast dich schon bei mir gerecht. Das Thema war vom Tisch. Wir haben einen Friedensvertrag. Ja, aber was hab ich denn bei dir gerecht? Ja, so wollen wir mal gleich uns treffen bei mir in der Ritterburg und dann reden wir mal ein bisschen. Ja, finde ich. Sollten wir unbedingt mal machen. Das ist definitiv ein absolut falsches Beziehungsverhältnis, Spark. Also Spark, ich muss da jetzt auch... Er hat bestimmt seine Tage, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, natürlich funktioniert so eine Beziehung im Großen und Ganzen doch immer nur, wenn man über aufkeimende Probleme direkt spricht. Und das sei der jetzt hier schon an der richtigen Adresse. Wir können gerne eine Gesprächsrunde machen, aber Joe wird verlieren, einfach weil ich zu viele Argumente gerade habe. Es geht ja auch gar nicht darum, dass es jetzt hier einen Gewinner gibt, ne? Also Spark, ne? Da musst du natürlich dann auch offen sein, auch eventuelle Fehler deinerseits einzugestehen. So viele kannst du da gerade nicht geben aktuell. Kann das nicht. Ja, wie gesagt, du musst da natürlich auch die Bereitschaft halt haben, dass dann auch eventuell, wie gesagt, das ein oder andere Mal... Habe ich ja, die Zuschauer entscheiden. Einfach. Mhm. Ja, aber Spark, du kannst da nicht die Verantwortung ganz aus der Hand geben, ne? Da machst du es dir relativ einfach. Ich glaube an die kollektive Schwarmintelligenz von einer großen Menschengruppe und wenn da ein paar tausend Leute zuschauen, die werden, denke ich mal, schon einigermaßen gerechte Meinung haben. Ja, Spark, das ist sicherlich fürs Erste, mag das vielleicht zutreffen, aber seien wir doch mal ehrlich, Spark, es geht ja auch darum, dass du auch an dir selber da vielleicht arbeitest und halt diese eventuellen Fehler dir eingestehst, ne? Ja. Mann, der hat mich schon wieder da... Alter, Kevin, was ist denn los? Warum machst du das schon wieder? Wieso hast du da schon wieder was hingesetzt? Ich hab da nichts hingesetzt. Ich hab echt nichts gemacht, Mann. Ich bin die ganze Zeit hier bei Katja. Okay, es tut mir leid, Kevin. Es war Basti, wie ich gerade mitbekommen hab. Ja, Basti war die ganze Zeit hier. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Der war auf einmal da, dieses Ding. Okay. Den darf man nicht berühren, oder? Nein. Kevi, nicht! Was passiert, wenn ich den jetzt berühre? Was ist das hier für ein Haus? Das ist der lederne Basti, lass das. Das ist die Taverne für die Friede und die Freundschaft und die Liebe. Okay. Wie lange steht ihr noch?
Wer hat die gebaut? Hast du die gebaut? Ja, das ist von mir das Gebäude. Ich habe das gebaut. Okay, dann hast du damit zu tun. Wo ist diese Statue von Basti? Die ist schon kaputt. Die hat doch hier... Wer hat die letzte Mal angezündet? Ich glaube, Dena, ne? Ja. So, Basti. Hi, Revi. Machst diesen Enderkristall jetzt da oben weg, ne? Welchen Enderkristall? Gut, das war schon eine Frage zu... Das ist auch von mir hier, die Höhle, Revi. Kannst du auch nicht sprengen. So, Basti. Den im Thronsaal. Basti, hör mal ganz genau hin. Alter, was hast du denn gesprengt? Basti, ich spreng deine Katze und deine Karte in die Luft. Nein, das darfst du nicht machen. Basti, mach diesen Enderkristall da weg. Hast du gerade gesagt, dass du es warst? Ja, habe ich ja gerade gesagt. Ja, dann ist Basti? Es doch klar jetzt. Ja, ich mach's ja weg, aber woher weiß er das? Mach es weg. Ah, Joe hat gepetzt, alles klar. Ich hab nichts gepetzt. Joe, denk an deine Papageien, ne? Und denk du an dein Haus und alles, was dir auf diesem Server selig ist. Und Basti, denk an deine Mutter. Die kannst du haben. Nee, ich sag einfach nur, denk an deine Mutter, weil sie hat dich geboren und du musst dankbar dafür sein. Okay, kurze Gedenkminute an meine Mutter. Leute. Ja, ey, Revi, du musst auch dankbar sein für die Geschenke. Ich will diese Geschenke aber nicht haben, Mann. Was bist du denn so gemein jetzt zu Basti? Finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Mann, ich wollte das doch gar nicht. Ja, aber er hat dir einfach ein Geschenk dagelassen und du regst schon wieder so auf. Was soll das Kevin? Denn? Revi, soll ich das kaputt machen, das Geschenk? Ja? Boah, ich mach dich kaputt, ey, ehrlich. Ey, geh weg, ich mach das jetzt weg. Wild feuert einer drauf. Da kann ich nichts dafür, Revi. Wenn doch, du hast da hingesetzt. Revi, ich will, dass du dich jetzt vernünftig bei Basti bedankst, sonst werde ich das Ding in die Luft jagen. Kevin, halt dich doch da raus. Mach's weg, komm, Kevin, wir gehen raus. Komm, raus hier. Nee, du musst dich erst bei Basti... Musst du dich ich bedanke mich dafür nicht. Es ist okay. Wieso kann man nicht einfach Wasser in den Boden setzen und das abmachen? Nein, Kevin, Kevin, ich bedanke mich dafür nicht. Das ist kein Geschenk, das ist Scheiße. Mach's weg, Basti. Warte, ja, ich hab ein Speer, Achtung. LOL. Sehr gut. Alles gut. Dankeschön. Gut. Basti, lass dir sowas nicht nochmal raus, ne? Ja, okay. Das war sonst wirst du irgendwann oder? Deine Base gehen, dann sind die dort alle überall in deiner Base verteilt, Basti. Jetzt misch ich mich ein, Joe, Alter. Nee. Joe ist hier nur auf meiner Seite. Kevin, verpiss dich doch, Mann! Hey, ich baue hier in unserer Festung. Kevin!